Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play The Sims 3 einfach tierisch. Ich weiß leider nicht, was für ein Part das ist, aber ich bin endlich zurück. Ich war jetzt 2 Wochen lang krank, glaube ich. Aber ich erzähle euch die komplette Story während dieses Let's Plays. Meine Kamera steht schräg, sehe ich gerade. Aber lasst euch davon einfach nicht stören. Ich sitze das erste Mal geschminkt vor der Facecam. Okay, auf jeden Fall beginne ich den Part mitten in der Nacht, weil ich lasse es euch selber hören. Julie Mitchell hat erfahren, dass sie schwanger ist. Sie kann es noch gar nicht erwarten, noch mehr Erinnerungen mit der neuen Familie zu sammeln, die sie gerade gründet. Und Lucas Midlife Crisis ist vorbei. Ich glaube, die Geister kommen gerade raus. There he is, Carl, the one and only. Hello, welcome to the ground. Ja, okay. Ich spiele erstmal bis zum Morgen durch. Ich lasse Julie jetzt auch noch ein bisschen schlafen und dann sind wir uns gleich wieder. Ich habe vergessen, die Facecam anzumachen. Okidoki, jetzt sollte beides an sein. Meine Facecam ist jetzt an. Hey, jetzt seht ihr mich auch. Jetzt seht ihr mich geschminkt. Woo! Es könnte sein, dass mein Mikrofon hier gleich auseinanderfällt, weil ich habe meinem Papa so ein Teil zum Reparieren gegeben und nicht bedacht, dass mein Popschutz, das Ding hier vorne, daran befestigt war. Und jetzt habe ich das so mit Klebeband festgeklebt. Also könnte sein, dass es gleich runterfällt und dann gibt es einen ganz großen Knall, aber das sollte euch ja nicht stören. Okay, und Lucas wünscht sich ein Kind. Ja, das ist mir klar. Aber ein Mädchen, wollte ich sagen. Ein Mädchen und er möchte, dass er insgesamt 2 Kinder hat. Ach komm, machen wir das Schwangerschaftsbüro weg. Wir wollen 2 Kinder haben, weil den Wunsch kriegt er auf jeden Fall in Erfüllung. Und mir ist gerade noch irgendwas eingefallen, aber ich weiß nicht mehr was. Naja, auf jeden Fall haben wir im letzten Part ja unser neues Pferd geholt und ihr alle scheint begeistert davon zu sein. Also Gracia ist sehr gut bei euch angekommen. Das freut mich natürlich sehr. Und ich habe die Benachrichtigung bekommen, dass Ace nicht mehr mit seinem Vater befreundet ist. Mit Schaden. Sie sind jetzt nur Bekannte. Ein bekannter Hund. Naja, daran müssen wir vielleicht mal arbeiten oder auch nicht. Oh, und meine Mission ist ja auch noch den Heuboden zu machen. Ich weiß gar nicht, ob das geht, aber ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Aber erstmal ist Alex schon wach. Gleich. Weil wir müssen sein Zimmer nämlich noch umgestalten, weil er hat nämlich noch sein Kinderzimmer. Und das muss ja nicht sein. Und Karl geistert hier halbnackt durch die Bude. Gut. Was macht Chili? Ist einsam. Oh, Julie. Was hast du vor? Naja. Du musst jetzt gerade nicht essen. Du kümmerst dich kurz um deine Katze. Warum kann ich sie nicht... Entschuldigung. Loben für... Ja. Was hat meine Tastatur? Oh mein Gott, Leute, ich kann nicht mehr sprechen. Ich kann es euch jetzt mal erzählen. Ich hatte jetzt 2 Wochen lang, beziehungsweise schon länger, unerklärliche Bauchschmerzen. Also wirklich richtig doll. Und ich habe ja letztens die Laktoseintoleranz nachgewiesen bekommen. Aber jetzt war das eher so im Magenbereich. Und ich hatte ja schon mal eine Magenschleimhautentzündung vor einem halben Jahr oder so. Und ja, das dachte ich jetzt auch, dass es wieder wäre. War auch beim Arzt, habe Omeprazol bekommen und alles. Aber es wurde einfach nicht besser. Und dann war ich samstags, also ich war dienstags beim Arzt. Und samstags bin ich dann ins Krankenhaus gegangen, weil es einfach nicht besser wurde. Und ja, dort habe ich dann nochmal Omeprazol bekommen und eine Infusion und sowas. Wurde auf den Kopf gestellt, wurde immer noch nichts gefunden. Hier, wusel weiter mit deiner Katze. Und ja, dann bin ich die ganze Woche so rumgewurschtelt. Am Mittwoch wurde es dann besser. Mittwoch und Donnerstag ging es mir richtig gut. Und gestern, also am Freitag, bin ich da zur Magenspiegelung gegangen. Also ich hatte vorher schon den Termin gemacht. Und da war ich dann gestern. Und es war echt absolut kein Problem. Also falls ihr auch bald eine Magenspiegelung habt, habt keine Angst davor. Es ist echt so easy peasy. Das Einzige, was mich gestört hat, ist halt der Zugang. Also die Kanüle, die du in den Arm gelegt kriegst. Aber das ist einfach nur mein Problem, weil ich Angst vor Spritzen und sowas habe. Und danach bist du auch schon weg, also danach schläfst du auch schon. Ja, du kamst halt jetzt nicht dadurch, weil Ace im Weg liegt. Ace, geh mal hier weg. Geh mal mit dem Ball spielen. Naja, auf jeden Fall ist da auch nicht wirklich was rausgekommen. Also meine Magenschleimhaut ist halt gereizt. Und der Doktor denkt, dass es halt von der Intoleranz kommt. Und ich denke auch, dass ich nicht nur eine Laktoseintoleranz habe, sondern vielleicht auch noch Fructose und Gluten. Ja, das muss ich halt auch noch testen lassen. Aber erstmal probiere ich es jetzt mit einer Heilpraktikerin. Ich weiß, da streiten sie ja die Meinung wie sonst was. Ich halte eigentlich auch nicht so viel von, aber ich möchte mich jetzt einfach mal drauf einlassen, weil wenn es mir hilft, wäre es echt cool. Und warum ist die Bank so dreckig? Können wir die austauschen? Die ist echt kaputt. Naja, okay, wir haben ja genug Geld. Naja, das ist auf jeden Fall mein Status-Update. Ich konnte
2 Wochen lang gar nichts machen. Ich war nur zu Hause, ich war nicht in der Schule. Hatte keine sozialen Kontakte außer Malte zum Glück. Und ja, jetzt bin ich aber wieder hier und habe Redefluss wie sonst was, weil ich, wie gesagt, ganz lange nicht mehr geredet habe. Nee, wir waren dann diesen Donnerstag was unterwegs, waren ein bisschen schwimmen. Nee, erstmal die Torte. Das war ganz schön für mich, weil ich halt die ganze Zeit nichts gemacht habe. Und Donnerstag, also Mittwoch und Donnerstag ging es mir die ersten Tage wieder besser. Und ja, jetzt fühle ich mich wieder richtig gut. Also heute ist Samstag, wenn ihr das seht. Ich muss gleich noch weg, deswegen nehme ich jetzt schnell noch den Part auf. Damit endlich mal wieder was kommt. Weil ich finde das einfach so hammer. Obwohl ich die ganze Zeit nichts uploaden konnte, habt ihr mich so krass supportet. Und ich habe so viele Abos dazu bekommen und so, obwohl ich jetzt 2 Wochen lang nicht geuploadet habe. Also vielen, 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 vielen Dank dafür. Also das halte ich nicht für selbstverständlich. Ich finde das mega cool, dass ihr mich so unterstützt, auch wenn ich mal nicht uploaden kann. Ich meine, ich bin ja nicht dazu gezwungen, aber das ist nicht selbstverständlich, dass man 2 Wochen lang keine Videos hochlädt und trotzdem so supportet wird. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Habe ich mich eigentlich schon... Ja, ich habe mich schon für 3000 Abos bedankt, ne? Das ist richtig cool. Okay, irgendwie haben wir noch gar nichts geschafft und der Part geht schon... 6 Minuten oder so, naja, egal. Was wollte ich nochmal alles heute machen? Ach so, Alex, du kommst jetzt mal aus deinem Bett da, ne? Boah, du... Oh, ich dachte schon, das wäre schon der Schulbus, aber es ist der... Genau, der ist die Fahrgemeinschaft von Lucas. Ja, geh. Oh, du stinkst. Kann man nichts machen. Joy, ja, der ist schon wach. Ich weiß nicht, ob du es schon gemerkt hast. Und wir müssen die Toilette dringend sauber machen. Joy, du kannst mal hier kauen. Hier drin ist es kalt. Ich habe keine Jacke an. Okay, raus aus dem Zimmer. Thank you very much. Ich hoffe, wir können jetzt den Vogel verschieben. Ja, können wir. Oh, oh, nein, bleibt da stehen. Okay, das Bett wird verkauft. Den Schreibtisch können wir eigentlich behalten. Das wird verkauft und das wird verkauft. Was hat er denn noch so an den Wänden? Ja, okay, das brauchen wir nicht unbedingt. Okay, das da lassen wir einfach erstmal hängen und gucken mal, was wir jetzt hier aus dem Zimmer zaubern können. Ich glaube, so viel... Können wir gar nicht machen. Dann müssen wir da hin und dann gucken wir mal, was wir für ein Bett holen können. Es würde noch passen. Ist ein bisschen eng, aber... YOLO-Modus. Okay. Es ist wirklich kalt hier drin. Ich friere wirklich doll. Naja, Nina, hör auf zu heulen. Soll er nur ein Einzelbett kriegen? Ich meine, Alex ist jetzt eh nicht so der... Nicht so der Halligalli-Typ. Oder er kriegt diese Säule von Into the Future. Oder ein Sarg. Nee, nee, nee. Nina, hör auf, so eine Scheiße zu labern. Das Bett hier. Das passt irgendwie auch nicht so in dein Zimmer, ne? Ups. Das wollte ich tun. Wir brauchen eigentlich so eher sowas. Ja, ich glaube, sowas ist cool. Und dann gestalten wir das jetzt noch ein bisschen. Und zwar erstmal das Holz von hier. Das möchte ich bitte auch auf dem Bett haben. Oh, ich friere so. Ich glaube, ich muss gleich die Heizung anmachen. Habe ich das schon gesagt? Oh, keine Ahnung. Oh, keine Ahnung. Leute, Leute, es tut mir wirklich leid, dass ich so ein Hyper bin. Mann, wieso geht das denn nicht? Jo, jetzt ist die Bettdecke auch in Holzfarben. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Shit. Fuck, 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 zurück. Das wollte ich nämlich gar nicht verändern. Ich wollte das hier verändern. Das ist die Decke, supi. Erstmal... Ist das das Kissen? Hä? Can you please load load? Du, 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 du. Ich finde das so witzig. Manchmal kommt einfach in so Fernsehserien Musik von Sims. Die Tage war das... Also ich gucke immer Jerry Sextermann. Auch wenn ich das nicht so befürworte, die ganzen Ansichten und so. Aber es ist lustig. Also zur Unterhaltung ist es cool. Und da lief im Hintergrund auf einmal Sims-Musik. Und wo mir das auch ganz, ganz oft auffällt, ist bei Shopping Queen. Bei Shopping Queen läuft das so oft im Hintergrund. Meine Mutter guckt das immer. Und wenn ich das dann manchmal mit ihr gucke, dann muss ich immer richtig lachen, weil das wirklich so oft im Hintergrund läuft. Das war jetzt die richtige Bettwäsche, ne? Okay. Ja, ja, das ist schon ganz schön. Auf jeden Fall finde ich das ganz schön witzig. Und achte mal drauf, wenn ihr Fernsehen guckt, da kommt ganz oft Sims-Musik im Hintergrund. Aber meistens von Sims 3. Von dem, hier, Kaufmodus kommt ganz oft Musik im Hintergrund. Ich glaube, die Musik war letztens sogar bei Jimmy's Next Top Model. Okay, eigentlich könnten wir ihm ja jetzt auch mal einen Computer kaufen, ne? Also zumindest einen kleinen Laptop.
Oder so ein Tablet. Einen blauen. Nee, komm, wir kriegen einen grünen. Den machen wir jetzt noch grün. Weil ich meine... Oh, falsch. Falsch. Ich wollte das verändern. Das hier wollte ich grün machen. Und dann machen wir das weiß. Wundervoll! Wunderschön. Richtig männlich. Wollen wir das vielleicht so machen, dass Alex sich jetzt so ein bisschen um Gras hier kümmert? Aber eigentlich war Alex ja gar nicht so der Pferdetyp, ne? Naja, okay, sein Kinderzimmer ist jetzt kein Kinderzimmer mehr, sondern ein Jugendzimmer. Und ich hoffe, dass er alles so gut begehen kann, dass er noch hier an den Schreibtisch kommt, dass er zu seinem Pferd kommt. Ja, zu seinem Vogel, meine ich. Und in sein Bett. Das wäre wirklich sehr schön. Okay, Lukas geht jetzt arbeiten. Ich möchte jetzt mal... Ich denke, ihr wollt das sehen, wie ich den Heuboden mache, oder? Wir probieren das jetzt mal aus. Auch wenn manche von euch keinen Bock haben. Ich schreibe euch hier unten die Zahl hin, wann es weitergeht mit dem normalen Part. Aber ich möchte jetzt ausprobieren, wie das aussieht, wenn ich hier einen Heuboden mache. Und zwar machen wir jetzt erstmal... Erstmal müssen wir den Boden legen. Holz will ich. Und zwar dieses ganz billige hier. Das ist supi dafür. Und das soll auch nur so die Hälfte sein. Nur so. Oder? Ja, vielleicht noch eine Linie. So. Das ist schon groß genug. Und jetzt mache ich hier vorne einen Zaun hin. Damit da keiner drüber fällt. Was sieht denn so danach aus? Vielleicht sowas? Nee, das sieht nicht so nach Stall aus. Das hier? Auch nicht. Sowas? Ist eigentlich ganz cool, oder? Oder halt sowas. Ich glaube, das ist am coolsten. So, und jetzt ist nämlich mein Plan. Man kann ja hier Leitern bauen. Ich hoffe... Ja, es funktioniert. Es funktioniert. Cool. Dann bauen wir die... Sollen wir die Leiter hier so hinbauen? Dann geht man so in den Busch da hoch, ne? Oder wir bauen sie so. Oh mein Gott. Es klappt. Das ist so super, super cool. Okay, und jetzt nehmen wir einfach ganz viel Heu. Wir haben ja hier diese... Ne, hier. Diese Heusachen. Und davon kommt einfach ganz viel jetzt so hier hin. Und natürlich auch die Blöcke hier, weil da kann man ja Techtelmechtel drin machen. Und dann kann vielleicht ja auch mal Myrte hier oben hin und Alex, wenn er ein bisschen älter ist. Und Alex kann hier die Weiber verführen und... Oh mein Gott, beste Idee ever! Okay. Hier noch so ein bisschen. So. Oh mein Gott, das finde ich richtig cool. Ich finde es so cool. Okay, warte, wir müssen das mal hier ein bisschen... Ich glaube... Ich möchte eine Seite ein bisschen dichter haben. Warte mal. Dann mache ich hier mal eben Move Objects. Ich habe so lange keinen Sims mehr gespielt. Move Objects on. So wird Objects nicht geschrieben. Objects on. Achso, und ich wollte mich auch mal für die Fanpages auf Instagram bedanken. Das hat mir meine Zeit jetzt, wo ich krank war, so versüßt. Ich habe mich so sehr gefreut. Ich habe sogar fast angefangen zu weinen. Weil ich fand das so, so niedlich. Vor allem diese kleinen Videos und so. Ich, Dankeschön. Das ist einfach so niedlich gewesen. Ich habe mich echt richtig darüber gefreut. Jetzt machen wir hier vorne noch so ein bisschen. Ja, es gibt sogar eine Fanpage, da wird meine einfach tierisch Geschichte so mit Bildern nacherzählt. Und das finde ich so eine coole Idee. Also so, dann steht darunter immer so ein Text und dann ist es halt aber aus der Perspektive von den Sims geschrieben. Und das finde ich einfach so cool, da wäre ich auch niemals drauf gekommen auf sowas. Und ja, vielen Dank an dich, der die Seite betreibt. Ich glaube, die Seite heißt einfach unterstrich tierisch unterstrich ff. Meine ich. Ich weiß es auch nicht genau. Aber gebt das mal bei Instagram ein und dann könnt ihr euch die Seite mal angucken, weil das ist echt richtig cool. Da möchte ich um die Leiter vielleicht noch... Wo habe ich jetzt gerade einen Zaun hingemacht?
Nee, das sieht scheiße aus. Lass das, Nina. Ich habe irgendwo einen Zaun hingemacht, aber ich weiß nicht wo. Can you please tell me where the Zaun ist? Isn't it there? No, okay. Ich glaube, so ist das schon ganz cool. Aber ich habe noch eine Idee. Ich weiß nämlich, dass es noch so eine Bank gibt. Die passt ziemlich gut zu diesem Thema. Hier. Oh, ich freue mich so. Cool. Oh mein Gott, ja, ja, ja. Und die könnt ihr... lieber hier sind die Ecke. Und... Ach nee, die Tiere kommen da ja nicht hoch. Ich wollte gerade sagen, wir können hier auch noch so... ja, ein Bettchen für die Tiere und so machen. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Aber, oh, ich hab mich voll erschrocken. Aber wir können ja einfach mal so tun. Komm, wir tun jetzt einfach so. Wir nehmen einfach so ein Hundebett. Ich meine, wir haben ja genug Kohle, ne? Es läuft ja bei uns. So, und dann kommt da so das Hundebett hin. Oh, süß. Dann kommt hier noch dieser Heuballen hin. Dann tun wir so rum. Dann kann man da nicht auch dicke Mächel drin machen. Das gefällt mir so super gut. Beste Idee meines Lebens. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es findet, aber ich finde es echt richtig... Oh, so kommen die Tiere ran. Ach nee, da kommen die ja nicht ran. Vergiss das ja. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich finde es echt richtig cool. Wir werden das wahrscheinlich noch ein bisschen aufpeppen, aber für den Anfang reicht es jetzt erstmal. Damit ihr so eine Idee bekommt. Vielleicht wollt ihr auch sowas nachbauen. Es ist auf jeden Fall möglich und wir werden es jetzt gleich mal ausprobieren. Wer hat denn gerade nichts zu tun? Julie kümmert sich um... Chili? Geh mal hier runterklettern, genau. Oh mein Gott, wenn das klappt. Ich feiere mein ganzes Leben. Ich feiere mein ganzes Leben. Schleich dich mal da eben hin. Oh shit. Alex muss in die Schule. Und er stinkt wie sonst was. Oh. Und er hat immer noch seine Universität abgeschlossen. Bester Mann. Ja gut. Dann stinkst du halt jetzt ein bisschen. Ich finde ihn so süß, ne? Und ihr habt mir auch geschrieben, wie toll ihr ihn findet. Oh, wir wollen Myrte beim Hochklettern anschauen. Yeah, Lukas hat eine Gehaltserhöhung. So, warte, ich möchte ein Bild machen, wie sie dir hochklettert. In deinem wundervollen Kleid. Das ist so awesome. Das ist so awesome. Oh, yeah! Wo ist sie? Oh. Nein, du sollst nicht... raufklettern. So, ich glaube, das war gerade einfach nur ein bisschen verbuggt. Okay. Was soll das? Jetzt geh bitte hier hin. Jo, es klappt! Yay! Oh, wie cool! Setz dich mal auf die Bank. Oh mein Gott, das ist so cool. Oh, warte. Ich möchte... das Dach hochmachen und dann... Kette... Oh, ein Wecker. Die lassen mich echt nicht in Ruhe. Wie kann... Oh, warte mal. Und runter. Und vor... Oh my gosh, it is so amazing. I love it. Okay. Oh mein Gott. Das dürfen wir niemals vergessen. Diesen mega geilen Heuboden. Ich weiß, ich lobe mich gerade. Wie sonst was selber. Aber, das gefällt mir ja gar nicht. Nina, was hast du da getan? Aber ich finde das einfach so, so cool. Jetzt muss ich mal kurz noch hier... Oh, es war noch an. Das so ein Stück nach vorne machen, dass das nicht mehr so nach draußen steht. Besser. 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 Das vielleicht noch so ein bisschen nach hinten. Yes, please. Amazing. Amazing. Okidoki. Und ich muss den Part gleich schon beenden. Wir haben 9 Uhr in der Früh, aber das macht ja nichts. Manchmal hat man einfach so eine Baufolge, ne? Weil ich weiß, dass manche von euch das auch cool finden und so ist das halt. Ich versuche, wenn ich wiederkomme von der Heilpraktikerin, achso, habe ich gar nicht gesagt, nee, ich gehe heute zur Heilpraktikerin, dann versuche ich noch ein Part aufzunehmen. Komm, steh mal auf. Oh mein Gott, geh mal auf. Nee, nicht Heu verteilen. Das ist so super cool. Es ist so ultra cool. Jetzt geht sie die Treppe runter. Oh, ich liebe es. Und können die, ich will mal versuchen, ob die Katze, nein, kann sie nicht, oder? Nein. Aber kann sie eh nicht, weil das Tor abgeschlossen ist. Aber egal. Es steht Julie jetzt immer noch da im Wohnzimmer. Kannst du bitte mal... Oh. Geh mal kratzen. Julie, was ist dein Problem? Du möchtest massiert werden? Oh ja, dann gehen wir in... Warte, wir wünschen uns das jetzt einfach. Sie wünscht sich das jetzt mal nicht mehr. Dann gehen wir jetzt eine Runde ins Spa. Wo ist es?
Wer ist es? Bar? Ich weiß, ich suche es jedes Mal. Da. Wellness Center. Massiert werden. Die für 250, die reicht. Die reicht. Volle Kanone. Und jetzt muss Myrtle schnell was essen und danach wird sie sich ein bisschen am Akino kümmern. Oh, er schläft und stinkt. Dann wird sie ein bisschen reiten gehen, würde ich sagen. Und dann muss sich gleich jemand auch mal um Gras hier kümmern, weil sie... Nein. Oder doch. Sie hat noch gar keine Freundschaften geschlossen in diesem Haushalt. Julie, du nervst mich ganz doll. Geh die Rohrleitung. Oh nein, sie wollte... Oh, sie kommt wirklich nicht hier raus, weil Ace im Weg liegt. Ace, geh mal hier. Nein, nein. Ach. Ace, hier, count. So, und das legen wir jetzt woanders hin, weil das liegt da ganz, ganz blöd. So, und jetzt kann sie die Rohrleitung reparieren gehen. So, bitteschön. Und du bist jetzt fertig. Gracia hat das Level 2 im Rennen erreicht. Super! Okay, jetzt geh hier dein Pferd bürsten und Hufe auskratzen und ein Leckerchen geben. Und dann kannst du den Sattel, Alltagssattel und aufsetzen. So, Hammer's doch. Was haben wir für eine Jahreszeit? Herbst. Wann ist Frühling? In 2 Tagen. Au, mein Kopf. Ich habe heute so eine fancy Frisur mit so einem Ding hier oben, wie ich früher mal hatte. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich dachte mal, mir steht das nicht, aber ich find's ganz nett. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Mit meinem Headset drauf. Oh, ich bin halt so super komisch. Ich muss in einer Dreiviertelstunde los. Eigentlich will ich den Part gerne noch schneiden. Jetzt macht mal hier. Ja, sie will ja auch gar kein Nerd sein. Okay, sie ist jetzt die Rohrleitung reparieren und sie wünscht sich ein Techtelmechtel im Heuhaufen mit Lucas. Dann machen wir das jetzt mal weg und dann darfst du gleich auf unserem neuen Heuboden ein Techtelmechtel mit Lucas machen. Okay, und jetzt könnt ihr zwei hier mal ein bisschen... Ich mache euch das Tor auf. Abschließen. Und dann könnt ihr ein bisschen ausreiten, bitte sehr. So, und jetzt machen wir das Tor wieder zu. Damit Gracia nicht abhaut. Und Lucas ist fertig mit der Arbeit. Das ist doch wundervoll. Ist sie jetzt auch gleich mal fertig? Nein. Aber er kommt jetzt gerade nach Hause. Alex schlägt sich ganz gut in der Schule, oder? Naja. Aber er ist ja heute auch, glaube ich, erst den ersten Tag als Teenager in der School. Joy, beschäftigst du dich mit deinem Sohn? Ja, mach mal, mach mal. Spielt mal, herumblödeln. Warum wollt ihr nicht? Ich möchte, dass ihr das tut. Jagt euch. Okay, Lucas, du kannst... Nein, 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 stopp! Stopp, du sollst dich erstmal duschen. Du stinkst nämlich. Oh Gott, wir müssen dieses Haus mal aufräumen. Und Gracia ist jetzt auch ein Springpferd, wie es den anscheinend macht. Wir müssen jetzt... Ich denke mal, im nächsten Part werden wir dann daran arbeiten, dass Akino und Gracia sich anfreunden, damit wir unseren Plan dann auch verwirklichen können mit unserem Fohlen. Weil ihr seid wie sonst was darauf abgegangen. Also ihr wollt auch unbedingt noch einen Fohlen. Ich ja auch. Oh mein Gott, ich liebe unseren Heuboden. Ich finde das so cool. Naja. Okay, beruhig dich, Nina. Beruhig dich. Chili, du bist echt hartnäckig. Ich meine, du bist jetzt 52 Tage alt. Wow. Okay, Julie, bist du heim? Bist du heim? Sag mir das. Oh, wow, wunderschönes Outfit. Okay. Nach der Schule geht Ethan Parrot mit zu Alex Mitchell. Ja, wir sind gerade nicht da, weil wir sind auf dem Heuboden und machen Techtelmechtel. Hoffentlich klappt das. Ja, ja, du hast einen Ausflug mal. Joy, geh aus dem Weg. Danke. Oh mein Gott, dieses Outfit ist grauenvoll. Ich friere so. Wie oft habe ich das gesagt? Wenn ich noch einmal sage, dass ich friere, kriegt ihr 50 Euro von mir. Okay? Okay, Deal. Der Part ist aber in 2 Minuten oder so zu Ende. Hä? Gardia. Cool. Los. Gracia hat Level 2 im Springen erreicht. Vielleicht kann Julia auch mal mit ihr ein Turnier reiten. Du siehst echt amused aus. Wow. Don't let me, don't let me, don't let me down. Don't let me down. Warum ist das so? Naja, solange sie... Oh! Lucas, komm auch hier hoch. Komm hier hoch. Danke. Nein, lass es. Ihr macht jetzt Techtelmechtel hier im Busch. Los. Lass es, Julie. Ich möchte das nicht. Hör, hör, hör.
Hör, hör, hör. Hör. Oh, das wäre so süß gewesen, wenn wir das Baby hier auf dem Heuboden gezeigt hätten. Julies Haarfarbe sieht gerade sehr schön aus. Vielleicht sollten wir die Haare so färben. So ein dunkles Blond. Sehr hübsch, Julie. Ups. Wuhu! Und? Ist es schön? Da kommt er wieder raus. Und Julie kommt da an der Seite. Cool. Lucas Mitchell hatte mit Julie Mitchell ein Techtelmechtel im Heuhaufen. Sehr schön. Und ich finde, das ist ein wundervoller Abschluss für diesen Part. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und ich hoffe auch, dass ihr euch freut, dass ich jetzt wieder da bin. Ich kann euch, wie gesagt, nicht versprechen, dass jetzt wieder richtig viele Videos machen, weil immer noch das Problem mit der Schule ist. Also, dass ich viele Klausuren schreibe. Also, es kommt jetzt wieder die Klausurenphase. Aber ich versuch's. Und ich hoffe sehr, dass euch dieser Part gefallen hat. Ich hoffe, dass unser Heuboden euch gefällt. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Aua, ich habe mich selber gekratzt. Tschüss.